Willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen wieder Minecraft auf meinem Poly-Server. Mit dabei ist heute der... Pato. Genau, der Pato. Ja, Pato, wer bist du? Ich bin ja der S-Mod aller Minepolis und das Video hat eigentlich nur den Sinn einer Freundin. Unser großartiges Projekt, was sie leider nicht mehr fertig bauen konnte, mit zu zeigen, damit sie sagen kann, wow, die Jungs haben es drauf. Ganz genau. Auch ohne mich geht das. Ganz genau. So, dann führ uns mal rum. Genau. Wir sind jetzt hier gerade im Aufgang. Wir sind hier, ich glaube, auf Höhe. Das ist schon ziemlich hoch hier. Das ist ein riesiger Berg, auf dem wir das gebaut haben. Ich guck mal aus dem Fenster raus. 30. Wir sind sehr, sehr hoch. Und genau, jetzt geht's eigentlich sozusagen in den Aufgang und dann ist es noch ein bisschen unschön hier der Übergang. Wir haben den erstmal hingebaut und wollten dann später hier das Gebäude hier, wo wir sozusagen drin sind, auch noch umbauen. Aber im Grunde genommen sehen wir schon den Asia-Tempel hier. Der, so, wir können es ja an der Seite hinstellen, dann kann man so leicht erahnen, was einen erwartet. Das ist der Asia-Tempel. Wir haben eigentlich den kompletten Berghöhe hier komplett ausgenutzt, um den Asia-Tempel zu bauen. Wie lange habt ihr gebraucht, um den zu bauen? Oh, wir haben 2 Nächte dran gesessen. Also die erste Nacht ging noch ganz gut. Da haben wir irgendwie mir zweit intensiv gebaut und beim zweiten Abend war eigentlich nur noch sozusagen die, ja, das Dach zu bauen, mehr oder weniger. Das war schon recht umfangreich letzten Endes, aber... Ja, ich sehe es doch so ein bisschen, das war schon eine ordentliche Arbeit, würde ich mal sagen. Es war schon ordentliche Arbeit und wir haben am Ende versucht, weil wir leider nur bauen können, die Gebäude, aber überhaupt keine Ahnung von Deko haben, hatten wir uns ja extra Verstärkung rangeholt. Die ist ja sozusagen ausgefallen und deswegen ja eigentlich auch das Video. Und wir haben sozusagen versucht, so weit wie möglich Asia zu machen, wie es geht. So weit wie möglich, sag ich mal. Und das müssen wir uns jetzt, glaube ich, mal anschauen. Hier steht nur kurz sozusagen, dass ich das mit dem Kollegen, den Slansky, gebaut habe, der bei uns Moderator ist. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein in den ersten Raum, wo wir schon episch beschriftet haben, damit man alles weiß, dass Asia ist. Ja, das ist 100%, 100% Asia-Holz und so. Asia Wasser, ja, Asia Glowstone. Das ist sozusagen, man erkennt es dann gleich. Hier ist Asia, hier fühlt man sich Asia. Das ist sozusagen der Sinn und Zweck des Gebäudes. Ich weiß gar nicht, warum das Schild da eigentlich noch hängt, das weiß ich nicht. Das Schild ist mindestens genauso sinnvoll. Gutschein für einmal duschen. Rechtsklick. Hey, es ist nichts passiert. Genau. Eben, vielleicht einfach schon mal ich würde sagen, genau, wir gehen hier hoch. Hier sieht man, hat die Kollegin, die Cardizen, für dieses Video gewidmet ist hier. Angefangen zu bauen, sieht es schon halbwegs in Ordnung aus mit so ein paar Bücherregalen als Deko und das ist sozusagen noch ihr Werk gewesen. Danach haben wir angefangen zu bauen und wir schauen mal, wie gut es geworden ist. Genau, sozusagen auf dem ersten Turm, den wir gebaut haben. Asia, gute Aussicht. Genau, hier kann man schon ein bisschen erahnen, wie groß das Ganze ist. Boah, sieht das nice aus. Wir haben uns ein bisschen orientiert an ein paar YouTube-Videos. Und haben halt irgendwann gemerkt, dass wir absolut nicht bauen können, als wir den Vergleich gesehen haben zu anderen Videos. Na aber komm, das muss man erstmal nachmachen. Ich habe aber allerdings auch ein Bild gefunden von jemandem, der ein ähnliches Dojo gebaut hat. Bei dem ich dann gemerkt habe, wir sind nicht die schlechtesten Bauer. Also war noch ein Gebäude da, was schlechter aussah als das hier. Also ich bin jetzt auch nicht unzufrieden mit dem, aber es... Die meisten richtigen asiatischen Gebäude, die sozusagen bei YouTube gezeigt werden, die haben schlechten Stil. Die sind aber wahrscheinlich auch in Creative gebaut. Das Ganze ist ja hier, wir sind ja auf Survival Map gerade. Auf einer extrem Survival Map, also hier stirbt man sehr schnell, wenn dich ein Monster angrifft oder ein Creeper. Ja, ich muss auch sagen, wir haben hier den God Mode ausgenutzt von uns, weil das ist uns einfach zu krass gewesen, ständig sozusagen runterzufallen und zu bauen. Also sonst hätte das Ganze wahrscheinlich wesentlich länger gedauert. Die ganzen Materialien sozusagen, das Farmen, das war noch unser Job, aber beim Bauen haben wir mal den Godmode ausgenutzt. Ich jetzt kein Hilfe. Klar. Genau. Okay, genau. Gehen wir mal weiter. Sehr gute Aussicht haben wir mal beobachtet.
Alles klar. Schauen wir nochmal den Tempel. Runter, runter. Abkürzung? Warte, warte, schaff ich's? Oh, achso, das ist ja klar. So. Du. Du hängst da oben fest. Du leckst ein wenig, ne? Gerade. Ich? Nee. Ja, ja. Ich lauf dir gerade hinterher. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Also, ich höre dich im Teamspeak gerade kaum. Weiß nicht, ob du. Bei mir ist aber gerade nichts am Laufen. Oh, jetzt bist du voll da. Okay, da, gut. Ich sagen. Kleine Störung, meine Freunde. Geben uns den vollen Asia. Ah ja, jetzt hat er auf einmal nachgeladen bei dir. Okay. Jetzt bist du gerade wie bei mir. Jetzt wird durch die Gegend geflogen. ja. So. Ja. Bumm. Oh. Weg frei. Ja. Joa, hier sind wir. Ah, du gehst schon weiter, so halb. Ja, wir haben hier so ein. Das ist das Wassertor, was die Kadi gebaut hat. Wir haben gedacht, wir beschriften das mal ordentlich, damit man weiß, was hier ist. Denn hier ist Asiastrahl. Wasserstrahl von uns. Und unser Asiator. Und weil das ein bisschen orientiert ist an so einem Originaltor, was in. Jetzt müsste ich lügen, in China, glaube ich, steht, aber. Aufgrund vom Platzmangel konnte man das jetzt nicht so groß nachbauen. Okay. Aber ich finde hier, der Raum hat schon Stil. Einrichtung fehlt. Ich denke, man kann auch leicht was verbessern, aber. Ja, sieht wie so ein gewisser Übungsraum wahrscheinlich aus. Dann haben wir hier zur Erkennung: Asia-Kurve und wow. Asia-Treppe. Das ist alles gekennzeichnet, damit man es nicht verwechseln kann. Also ja, schwarz-weiß, man könnte auch sagen, das ist das Yin-Yang. Mit dem, ist das nicht das Dojo-Zeichen? Das Yin-Yang-Symbol eigentlich. Ah, oh, da vertausche ich mal wieder was. Ewigen Kreislauf, glaube ich, zur Zeit darstellen. Da müsste man mal den Asia-Experten fragen. Obwohl, ich fühle mich ein bisschen wie Asia-Experte. Muss ich auch zugeben. Und ja, hier, der spektakulärste Raum. Der Asia-Lehrraum. Hui. Genau. Ich glaube, wir haben oben noch, also hier haben wir ja fast vergessen. Aber extra sogar beschriftet, damit man es. Ich hab dich verloren. Ich geh mal hier diese Treppe hoch. Ja, schau mal hier. Ich dachte, wir gehen hier Raum für Raum durch. Also, nee, achso, da bist du. Ich hab dich nur verloren. Ich hab dich nur verloren. Schau mal, hier hab ich ja oben einen Filter gemacht. Ach, da oben. Ich kann es leider nicht erkennen. Jetzt kannst du es sehen mit dieser Zoom-Taste? Ich hab Optifine drauf. Ja, aber Asia-Kronleuchter steht halt drauf, damit man. Ach, da ist die Zoom-Taste. Die zum ersten Mal Asia-Kronleuchter. Genau. Dann haben wir hier. Wir haben hier. Ah ja, das war, glaube ich, das schwierigste Part von allem. Wir haben eine Stunde gebraucht für dieses kleine Stück. Wir haben aber die ganze Zeit überlegt, ob wir da so eine Art Ofen-Kamin reinbauen. Also eigentlich eher ein Ofen. Oder. Halt ein Schaufenster. Und wir haben gedacht, am Ende ist eine Kombination von beiden und haben es halt Schofen genannt. Und hier steht der Asia-Bonsai drin. Es ist schon ziemlich viel Unsinn dabei gewesen. Glaube ich euch. Nachdem wir schon Asia-Treppe hatten, haben wir hier Asia nach unten. Schon sehr spektakulär. Wow. Und jetzt hier die. Der Asia-Balkon. Und ich weiß, von hier oben zu gucken. Übrigens drüben, wenn du hinten reinschaust, in meine Blickrichtung, da ist eine Insel, da baut schon wieder jemand drauf. Ja, die Kali, die sich da eine gute Location, glaube ich, ausgesucht. Wenn ich mir das so anschaue. Noch gegen eine Insel. Hat schon was. Genau, dann. Ja, ich muss sagen, wir haben, glaube ich, hier morgens um 5 gebaut. Da waren wir nicht mehr ganz fit. Boah. Da passiert auch schon ordentlich viel Unsinn. Asia Huan. Naja, und irgendwie waren wir bei den Kakteen, dann irgendwie bei Kakteen gelandet. Ich weiß auch nicht mehr, aber es musste ethisch eingebaut werden. Wow. Man könnte es auch einen zweiten Schofen nennen. Genau. Das ist schon. Ja. Hier wird eigentlich immer so ein. Asia-Umdrehteil. Ja, mit Doppel-U geschrieben. Wie sieht das
nichts gehört. Hab ich gar nicht gesehen. So, jetzt sind wir in der ersten Etage oder zweiten? Ja, wir sind schon in der dritten, glaube ich, weil wir haben gerade geschossen. Einfach oben, das ist eine zweite. Ja, hier der unfassbare Asia Pool. Asia Pool, ne? Ganz unten ist übrigens gar kein Wasser, das ist ein Half-Set. Aber witzigerweise durch das, dass man seinen Kopf so weit oben hat, sieht man das gar nicht. Nicht ganz nett. Oh. Aber er hat die. Auf jeden Fall. Richtig Asia erholen. Asia Outside. Warte mal. Ja, ja ich weiß doch richtig geschrieben. Es ist gar nicht wirklich Outside, finde ich, sondern eher zum Balkon wieder geworden. Und ja, hier seid ihr eigentlich, wir haben die ganze Zeit überlegt, wie wir dann irgendwie die Räume dann verbinden und dann wollten wir einen Bogen bauen. Und dann ist ständig immer so ein 3 Half-Steps entstanden, die übereinander stehen. Und dann war das irgendwie fertig und dann haben wir gedacht, ach komm, das ist episch, das ist richtig Asia, das ist Asia-Bogen. Das hat Asia-Geschmack. Ja, wir lernen uns jetzt gerade in den zweiten Turm, dann sind wir auch fast schon am Ende wieder. Asia, was geht da? Asia Wolle. Ich denke, die Spezifizierung ist schon ordentlich gelungen. Ich nehme eine tiefe Nase. Ah, Asia. Ja, dann sind wir schon auf der Spitze angelangt. Dem höchsten Turm. Damit eigentlich auf dem Ende des Rundgangs. Alles klar. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Richtig geil gebaut. Respekt an euch zwei. Orientierung. Sagen nochmal, wenn im Keller ist. Mal schauen, wer drauf einfällt. Sie sind im Keller. Jo. Genau, das ist der Asia-Tempel, gebaut an 2 Nächten mit diversen, tja, wie sagt man da, Muntermachern. Wie gesagt, die Einrichtung fehlt noch. Klar, also. Wurde jetzt an Admin verkauft als sein Haus. Mal schauen, ob es das selber einrichtet oder ob die Kollegin, der das Video gewidmet ist, dann da selber noch Hand gelegt und das rettet, was zu retten ist, was wir versaut haben. Das war ganz einfach probiert. Genau. Alles klar, da würde ich sagen, da verabschieden wir uns von diesem Video und würden sagen, bis zum nächsten Mal. Gelingt. Ciao.